Jennifer Saro war die erste Bachelorette mit Kind. Für ihren auserwählten Finn Lukas Kunz jedoch überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, die beiden sprechen sogar schon über eigenen Nachwuchs. Bachelorette Jennifer Saro hat endlich ihren Traummann gefunden. Im großen Finale überreichte sie Finn Lukas Kunz ihre letzte rote Rose. Ich bin hierher gekommen, um einen Mann zu finden, auf den ich mich verlassen kann, mit dem ich zusammenwachsen kann, der mein bester Freund ist und mein Teammember. Du bist dieser Mann, mit dem ich mir all das vorstellen kann, Finn. Und ich möchte dir von Herzen die letzte Rose geben, weil ich mich auch in dich verliebt habe, flötete sie in der letzten Nacht. Eine Entscheidung, die Jenny bis heute nicht bereut hat. Jennifer und Finn sprechen über ihre Zukunftspläne. Jennifer und Finn sind auch nach den Dreharbeiten immer noch ein Paar. Mittlerweile hat er auch ihren Sohn kennengelernt. Der Kleine hat es mir sehr leicht gemacht. Es ist so ein glückliches Kind. Ich mag ihn unheimlich gern, schwärmt der 26-Jährige im Interview mit Sender RTL. Ob die beiden sich auch ein gemeinsames Baby vorstellen können? Wir haben tatsächlich schon drüber geredet, gibt Jenny offen zu. Und Finn fügt begeistert hinzu, man könnte ja vielleicht so ein zweites kleines Putschi. Wenn es nach Mitkandidat Adrian geht, kann es mit dem Bachelorette-Baby gar nicht schnell genug gehen, sollen die Gas geben. Ich werde Patenonkel, kein Problem. Bis es soweit ist, wollen Jenny, Finn und Keksi aber erstmal gemeinsam in den Urlaub fahren. Außerdem steht sein Umzug zu den beiden nach Berlin an. Und wer weiß, vielleicht überrascht Jennifer ja bald wirklich mit Babybauch.